Alexander von Wangenheim, um genau zu sein, Freiherr Alexander von Wangenheim. Blaues Blut in den Adern, Weihnachten, Vorweihnachtszeit, läuft das bei den Adligen irgendwie anders? Ich denke, nein. Ich weiß ja nicht, wie du es dir vorstellst, wenn es mit Schloss und Prinzessin und viel einem riesigen Weihnachtsbaum oder so sich das jemand vorstellt, dann sicher nein. Ich würde sagen, Weihnachten ist eigentlich, wie sagt man, normal bei uns verlaufen. Kindheitserinnerungen? Gibt es da irgendetwas, was du so aus dem Nähkästchen erzählen kannst? Naja, es war schon immer so, ich bin der Kleinste, also sagen wir der Jüngste mit 2,5 Meter, nicht der Kleinste, aber der Jüngste von drei Geschwistern. Und wir haben uns immer aufgestellt an der Wohnzimmertür. Die war verschlossen und dem Alter nach, der Kleine stand vorne, das war ich. Wir haben dann gewartet, bis Vater drinnen das Glöckchen geläutet hat und dann durften wir rein. Und ich kann mich nur erinnern noch, dass ich war auch dafür bekannt, dass ich sofort draufgestürzt bin und alles aufgerissen habe und feuchte Löckchen hatte, weil ich so aufgeregt war. Also das Weihnachtspapier nochmal zu verwerten, Nein, nochmal für nächstes Jahr. nein, das ging in meinem Fall sicher nicht. Ein Schwenk auf Nikolaus zurück. Nikolaus, du machst ja auch als Moderator, als Schauspieler, als Darsteller sehr viele unterschiedliche Sachen. Hast du schon mal einen Nikolaus gespielt? Aber ja, mehrfach. Dafür eigne ich mich natürlich schon der Stimme wegen. Und wenn man mir dann noch ein Kissen unter den Bademantel stopft, dann ist es sehr nikolausig. Mein schönstes war sicherlich bei einer großen Pharmafirma, war ich Nikolaus. Und zwar haben die nämlich einen gesucht, ein Nikolaus, der länger ist als ihr Geschäftsführer Europa. Und der Geschäftsführer war 1,98 Meter lang oder so. Und da musste erst mal einen Nikolaus finden. Und das war aber mein Einstieg. Und dann waren da 800 Leute im Zelt. Ich hatte zwei Engel zur Seite. Und das war sehr, ja, das habe ich in schöner Erinnerung. Eine Anekdote, gibt es noch eine Anekdote vom Zuhause aus der Familie, die du uns erzählen möchtest? Naja, also was mit Weihnachten zu tun hat. Ja, Also der ist. Weihnachtsbaum, der in Flammen aufgegangen ist. Ja, der nicht, das ist zum Glück nicht passiert. Ein Eimer Wasser stand immer daneben, gleichwohl. Aber also für mich ist es einfach untrennbar, auch mit Wiesbaden zusammenhängt und überhaupt mit der Bergkirche verbunden. Weihnachten, weil es immer erst Weihnachten ist. Ich bin Krippenspielmitglied da seit bald 50 Jahren. Also ungefähr noch vor dem Stimmbruch war ich schon der schwarze König und bin es bis heute. Und ich will sagen, die gesamte Bergkirchengemeinde, die ja nicht ganz klein fängt Weihnachten dann an, wenn ich mit meinem Monolog anhebe. Das heißt, auch dieses Jahr am 24. Dezember wirst du mit in der Bergkirche Ja, stehen? das wird dieses Jahr so nicht stattfinden. 75 Leute sind höchstens erlaubt in der Kirche. Und allein die Krippenspieler sind mit den 16 Engeln zusammen, also 25, das Ensemble, das kann gar nicht da vorne. Also wir werden Szenen über den Tag verteilt. Ich mit meinen Königskollegen, die Hirten, werden separat so. Es werden Szenen aus dem Krippenspiel wohl über den Tag gespielt werden, statt um 16 Uhr Heiligabend, was sonst der Termin eigentlich immer gewesen ist. Und die Kirche voll mit, ich glaube, 600 Leuten, das wird eben dieses Jahr leider Das heißt aber nicht so sein. letztendlich, du wirst dann über den Tag verteilt einzelne Szenen spielen, oder habe ich das Ja, ich jetzt? muss mich mit den Herren Königskollegen noch absprechen, wann wir das machen, damit wir da nicht den ganzen Tag, ne, wir haben ja dann schließlich auch, wollen ja nun schließlich auch mit unseren Lieben noch Weihnachten feiern. Wie feierst du Ne? dieses Jahr Weihnachten? Ja, ganz klein. Ne? Also wir werden wahrscheinlich nicht mal. Hauptsächlich mit Rücksicht auf unsere Mutter, über 90 ist und damit natürlich gefährdet, aber doch mit ihr in gebührendem Abstand zu Hause im kleinsten Kreise bei ihr feiern. So. Eine kurze, schnelle Fragerunde zum Abschluss. Weihnachtsmann oder Christkind? Christkind. Weihnachtsbaum schlagen oder mit Wurzel? Ui, schlagen. Selber? Ja. Manchmal ist schon passiert. Dieses Jahr nicht. Für die Kinder singen oder Gedicht aufsagen? Singen. Und du spielst dazu Klavier?
Klar. Wollen wir mal eine Runde hören, was du vielleicht uns hier kredenzen kannst? Eine kleine Weihnachtsouvertüre? Warum nicht?